Hallo und Herz. Oh, ich bin viel zu laut. Kleinen Augenblick. So, herzlich willkommen zu einem weiteren Stream. Ich habe einiges rumgetestet und geändert. An dem Overlay sieht man vielleicht, wenn man sich mal das im Vergleich zum vorigen anschaut, bevor das hier allzu warm wird, habe jetzt schon 28,5 Grad. Wird ja sehr viel wärmer nächste Woche. Und bevor ich noch mehr Quark rede, fange ich mal an. Und zwar mit Kaizo Kindergarten for Beginners. Im Grunde ist das eine Super Mario World Hack. Hat aber, ja, die Spielmechanik ist noch wie in Super Mario. Und es geht darum, die auf den ersten Blick gar nicht so sichtbaren Mechaniken der Steuerung zu erlernen. Aber das sieht man dann gleich, denke ich. Kurz vorweg, ich bin keiner der Speedrunner. Okay, hier wird einem beigebracht, was die normale Sprunghöhe ist, wo man rüberkommt, ohne zu rennen. Und es gibt ja die zwei verschiedenen Sprungarten, den normalen Sprung und den Spin Jump. Und mit diesem hier, Moment, ohne zu rennen, kann man also vier Blöcke damit schaffen. Ja, das haut wohl hin. Fünf Blöcke schafft man ohne zu rennen mit dem normalen Sprung. Okay, ich renne trotzdem mal so. Ah, und das ist eher so eine Nachricht an die Modder, an die ROM-Hacker. Man soll keine sechs Blöcke hohen Hindernisse einbauen, weil man da sehr schlecht drüber kommt. Ja, tatsächlich. Des Weiteren variiert die maximale Renngeschwindigkeit und damit auch Sprunghöhe von Mario. Jetzt hat es funktioniert. Das kann man oben ganz gut sehen. Oben rechts. Die variiert, ja, ich würde sagen, zwischen 46 und 48. Und dementsprechend verringert sich dann auch die Sprunghöhe. Wenn man von Gegnern abspringt, dann kann man bis zu fünf Blöcke überwinden. Okay. Ah, und die beliebte oder auch nicht so beliebte Disco Shell. Okay. Und ja, da geht es darum. Man kennt das vielleicht noch aus dem ersten Super Mario Land auf dem Game Boy. Da konnte man einfach durch Rennen Hindernisse von einem Block Breite überwinden. Das funktioniert hier manchmal, aber nicht immer. Aber man kann, wenn man wenn man springen gedrückt hält, dann kann man die Fallgeschwindigkeit verringern und kann damit dann über diese Hindernisse ganz einfach drüber weglaufen. Moment, was stand dort? Ja, genau da geht er auch darauf ein.
Wenn man im Fallen den Sprungknopf nicht drückt, fällt man etwas schneller als die gegnerischen Sprites. Wenn ich jetzt mal springen gedrückt halte, dann ist es nur ein ganz klein bisschen schneller. Wenn ich springen nicht drücke, falle ich etwas schneller. Ja, ich muss jetzt wahrscheinlich unter denen drunter her, denke ich. Oh, das war zu knapp. Und das war zu spät. Das hat funktioniert. Okay, das sagt dem einen oder anderen vielleicht nichts. Layer 2-Blöcke, also die ganzen Sprite-Layer, ich glaube, es gibt 8. Die liegen übereinander und bilden dann im Grunde das Level inklusive Hintergrund und so weiter. Und Layer 1-Blöcke, wenn man dort runterfällt. Ja, sieht man ja ganz gut. Layer 1-Blöcke langsam runterfallen, Layer 2-Blöcke schnell runterfallen. Jetzt sind wir schon im Ziel. Das Gesicht sollte man vielleicht kennen, tue ich aber nicht. Ist das der Panga? Also der Ersteller dieses Hacks hier? Ich weiß es nicht. Ja, guck, jetzt sagt er auch, dass man im unterschiedlich schnell läuft. Normale Laufgeschwindigkeit, Renngeschwindigkeit, das wäre die. Und dann gibt es diesen P-Speed. Wenn ich jetzt den Bildschirm noch passend ausrichten könnte, so. Der P-Speed wird erreicht, wenn der P-Meter voll ist. Die Anzeige gibt es jetzt hier nicht. Ich glaube, in Super Mario Bros. 3 gab es die Anzeige. Hier wird es einem aber nicht angezeigt. Trotzdem funktioniert unten drunter quasi das immer noch nach diesem Pi-Meter-Mechanismus. Und der erhöht sich, wenn man schnell rennt. Und das sieht man daran, dass Mario dann die Arme so auseinanderhält. Ja, hier stehen ja auch die genauen Werte. Das normale Gehen zwischen 19 und 21, wenn man rennt zwischen 35 und 37 und wenn man die Maximalgeschwindigkeit, also P-Speed, erreicht hat, 47 bis 49. Okay. Hier wird einem gezeigt, dass man diesen P-Speed auch erreichen kann, indem man zwischen zwei Punkten hin und her läuft, anstatt nur in eine Richtung. Ja, bis jetzt sind das ja nur. Oh, okay, ich glaube, jetzt wird es komplizierter. Bis jetzt sind das ja nur Basisdinge gewesen, die habe ich ja noch ganz gut hinbekommen. Also, man kann den Pi-Meter auch aufbauen, wenn man hin und zurück springt. Die Frage ist, wie soll ich hier springen? So? Nee, wahrscheinlich nicht. Da tut sich gar nichts. Ah, okay, das sieht schon besser aus. Und da so ein Spiky ist, denke ich mal, ich muss diesen Spin Jump dann machen. Ah, nein. Wieso? P-Speed war bei 70. Der musste über 114 liegen oder so.
Lass jetzt mal drauf ankommen. Ah, guck, sogar direkt drüber. Ja, klar. Dann funktioniert das ja. Jetzt? Jetzt soll man da springen. Aber ich habe ja genug Platz, um nicht zu springen. Aha! Der Pi-Meter nimmt nicht ab, wenn man an Weins. Was sind denn Weins? Ranken, wenn man an Ranken hängt, okay? Moment, da muss ich erstmal Pi-Speed haben. So. Pi-Meter 96 bleibt da. Ja, okay. Oh. Hä? Wie soll ich den denn beibehalten? Vielleicht einen kurzen Sprung? Ja. Ah, und im Wasser nimmt er auch nicht ab, wenn man nicht stirbt. Oh, wieder von vorne. Na. Moment, ich schummel mal und spul zurück. So. Oh. Also, im Wasser nimmt er auch nicht ab. Gut. Oh Mann. Das sieht immer so einfach aus, wenn man Panga zusieht oder Denzen86. Sehr cooler Typ. Huch. Moment. Erstmal lesen, was da steht. Wenn man von Kanten fällt, also darunter läuft, dann nimmt der Pi-Meter ab. Okay. Ja, sieht man, okay. Der Pi-Meter resettet, also setzt sich auf 0 zurück, wenn man in Röhren oder in Türen reingeht. Yay, ersten Level geschafft. Slopes and Momentum. Wenn man auf Schrägen nach unten drückt, dann fängt man an zu rutschen. Okay. Und das funktioniert auch bei nach oben gehenden Schrägen. Ja. Okay. Und wenn man dann in der Luft nicht in eine Richtung drückt, bleibt die Geschwindigkeit erhalten. Das hat ja gut geklappt. Und die Geschwindigkeit nimmt ein pro Frame ab, wenn man den Boden berührt. Ich habe nach rechts gedrückt, das hätte ich nicht tun sollen. Nein, das war so knapp. Und das war gar nicht knapp. Langsam wird es schwieriger. Da muss man das Timing schon gut drauf haben. Oh. Jetzt bin ich gar nicht gerutscht. Jetzt bin ich da irgendwie runter gestolpert. Also Mario kann nicht stolpern, aber Moment. Nochmal.
Ich muss mal die Spulgeschwindigkeit umstellen, kleinen Augenblick. So. Muss ich vielleicht erst noch ein Stückchen da laufen? So nicht. Ich den Absprung auch nicht richtig hin. Oh, das war viel zu früh. Ich habe das doch so gut hinbekommen beim ersten Mal. Das war doch knapp. Was habe ich denn da anders gemacht? Nee, ich darf da nicht so viel laufen. Das wird nichts. Sofort springen allerdings auch nicht. Glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis ich darüber komme. Deswegen stelle ich das Zurückspulen mal noch ein bisschen schneller ein. Oh, war ja. Da hält sich auch die Kappe so blöde. Moment. Versuch mal direkt hier drauf mich zu ducken. Und passend abspringen sollte man. Nein. Nein, nein, so nicht. Auch so nicht. Ja, die nachfolgenden Level verschieben sich um ungefähr 5 Minuten. Keine Ahnung. eigentlich wollte ich auch Last of Us Part 2 weiterspielen. Aber jetzt ist es dieses hier geworden. Denn ich glaube, die PlayStation, ich meine, das Spiel sieht ja einfach wahnsinnig gut aus. Und wenn ich das streame über die interne Capture-Funktion der PlayStation 4, dann wird das Video, glaube ich, nicht sonderlich gut aussehen. Ach, guck, jetzt hat es funktioniert. Überraschung. Okay, und das Ganze ist identisch in Eisleveln. Oh. Was soll ich hier machen? Wahrscheinlich die kurze Unverwundbarkeit ausnutzen, wenn man Schaden bekommt, dass da rechts dann keine von diesen Manschern mehr sind. Stoff. Boah, das war knapp. Und man kann Gegner töten, solange man rutscht. Ja. Bäh. Okay. Und das funktioniert auch bei nach oben gehenden Schlägen. Ja. Tut es. Ende.
Okay, hier bekommt man beigebracht, dass Sprites, also Gegner meistens, dann spawnen, wenn noch zwei Blöcke außerhalb des sichtbaren Bereichs übrig sind. Die verschwinden auch dann, wenn die zwei Blöcke raus sind. Ja. Und die respawnen, also tauchen wieder auf, solange man sie nicht getötet oder mit Yoshi verschluckt hat. So, jetzt ist er weg. Jetzt taucht er wieder auf. Jetzt ist er komplett weg. Ja. Okay. Stimmt. Man kann ja mit den R-Tasten den sichtbaren Ausschnitt etwas verschieben. Damit kann man auch die Spawns manipulieren. Ich muss mal kurz was nachschauen. Augenblick bitte. Oh oh, ich hab's fast versemmelt. Okay. Ich wollte nämlich gerade die Subscriber, also die Abonnentenanzahl, anpassen. Ändert jetzt nicht viel für die null Zuschauer, die ich gerade habe. Leider viel zu häufig so, aber was will man machen? Ändert sich ja vielleicht demnächst mal. Und dabei habe ich aus Versehen den Text zurückgesetzt. Den muss ich mal eben neu eingeben. Was haben wir denn überhaupt für ein Datum? 21. Juni. Okay. Also. Ich setze das Ziel einfach mal auf September. Ich glaube nicht, dass das was wird, aber man kann es ja versuchen. So, mein Panzer. Haha. Gut, hier hätte man noch ausprobieren können. Die fallen also in Abgründe. Ach so, die respawnen, wenn die in Abgründe gefallen sind. Okay. Und diese Sprites sind eine Besonderheit, die verschwinden nicht, wenn sie vom Bildschirm verschwinden. Also, nochmal in richtig. Wenn ich das jetzt hier liegen lasse und mehr als diese besagten zwei Felder außerhalb des Screens
Ich sollte meine Sätze besser zurücklegen. Also, der Punkt ist, diese Sprites hier, die verschwinden nicht, wenn sie sich weiter als zwei Felder außerhalb des sichtbaren Bereichs befinden. So, eigentlich müsste der Schlüssel ja, wenn es ein normales Sprite wäre, verschwunden sein. Ist er aber nicht. Und das gleiche hier mit dem Trampolin. Oder der Sprungfeder und Yoshi natürlich auch. Und es gibt bestimmte Typen von Lava, die die Gegner tötet. Diese hier tötet die Gegner, aber die würden wieder respawnen, okay? Moment, sollte ich da vielleicht runtergehen, um das zu testen? Ich denke schon. Sind die jetzt runtergefallen? Ich habe ja nichts gesehen. Ich dachte, die kommen jetzt wieder. Kommen sie nicht? Kommen sie nicht? Die Lava tötet Gegner, lässt aber bestimmte Sprites darauf stehen. Okay. Ach, das ist ja lustig. Auf diesen Slopes, also auf diesen Steigungen, da sterben Gegner nicht, selbst wenn es Lava ist. Oh, jetzt kann der aber auf die Gerade. Ja, und dann sterben sie. Okay. Ob das mal so geplant war oder ob man das damals einfach nur vergessen hat. Und bei vertikalen Leveln ist die Spawn-Distanz, also diese zwei Blöcke, identisch, nur eben nach oben und unten nach unten. Moment, ich lese doch noch Text. Ah, auf die kann man nicht. Okay, hier lernt man nur, dass gewisse Sprites nicht mit anderen Sprites interagieren. Also dieser P-Block könnte ja theoretisch wen aufhalten, so wie mich jetzt. Aber der Kaktus läuft da einfach durch. Und grundsätzlich gilt, Sprites interagieren nicht mit Plattformen und mit Items, also Gegenständen, die man rumtragen kann. Ja, stimmt, die fallen einfach durch. Und mal eben der Gegentest. Ja, ist eine ganz normale Plattform. Okay. Und bestimmte Sprites wie die Koopas, Goombas und die Spinies interagieren miteinander. Moment, nochmal zurück. Ja, die laufen alle nebeneinander her, solange bis der Weg blockiert ist, entweder von dem Levelhindernis oder einem ihrer Kollegen, und drehen dann um. Spin Jumping, wenn man dabei zwei Gegner auf einmal trifft, dann bringt einen das um. Sollte vielleicht so sein.
Ist aber jetzt hier anscheinend nicht so. Okay. Ah, und die Sprites, mit denen man interagieren kann, das wird nur jedes zweite Frame geprüft. Also kann das durchaus passieren, dass man nur eine geringere Sprunghöhe erreicht. Das sieht man hier zwischendurch. Mal reichen die Füße bis über den Block und mal so bis auf die Hälfte. Und jetzt bekommt man was über die Timer beigebracht. Es gibt einen Global Timer. Und wenn man das Spiel auf Pause stellt, kann man damit den Timer beeinflussen. Ja. Haut wohl hin. Oh, bin ich froh, dass das funktioniert hat. Oh, 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 oh. Nee, so wieder nicht. Oben rechts sieht man den Timer. Nee, Moment. Da ist ja noch ein Feuerball. Wann schießt er denn? Immer bei 110. Nee, den muss ich ja erst durchlassen, oder? Nee, Moment. So. 120. Ah! Zu knapp. Zu knapp. Immer noch zu knapp. Das bleibt doch zu knapp. Also weiter zurückspulen. Komme ich denn so weit zurück? Ja. So, jetzt dürft ihr ja nicht schießen. Genau. Bullet Bill Launchers are not on a global timer. Also der Bullet Bill hat einen eigenen Timer. Ja, den Game Timer vermutlich, denn der steht ja da oben rechts. Also die Bowser-Statue schießt immer bei 100. Moment, dann will ich mal zwei schnell hintereinander haben. Ach, sei es drum. Man kann auf jeden Fall bestimmte Timer manipulieren. Wenn man spinnt, also hier mit dem Cape, diesen Sprung macht. Oder jetzt in dem Fall rennen. Aber beim Sprung spinnt man ja auch. Dann wechselt man alle vier Frames zwischen links und rechts. Das kann man nicht beeinflussen. Und. Ah, okay. Deswegen trifft man. Ja, jetzt doch. Deswegen trifft man nicht unbedingt jeden Block, wenn man springt. Wenn man den Spin Jump macht, dann kann man Items nur in die Richtung schmeißen, die man guckt. Also muss man das ziemlich gut timen. Moment, wie schmeiße ich das denn überhaupt weg? Okay, Moment. Ne, jetzt lasse ich das ja einfach fallen. Ach so, ich muss in eine Richtung drücken. Aber ob das die Richtung ist, in die ich das schmeiße, ist nicht unbedingt gesagt.
wenn man Items, zum Beispiel die Shell hier, gegen eine Wand wirft und so wie der Schatten ist, diese Outline, wenn ich die jetzt loslasse, eigentlich tötet die mich ja, aber wenn man 17 bis 18 Frames Zeit hat, wo die Sprites nicht mit einem interagieren, tötet mich die Shell nicht. Wenn ich weiter wegstehe, dann tötet ihr mich. Okay. Diese Boo-Rings. Immer wenn die spawnen, ist die Öffnung in die Richtung, wo sie despawned sind. Also eigentlich müssten die jetzt ungefähr rechts sein, aber die Öffnung ist jetzt da, wo ich den Bildschirm die letzte Zeit verlassen habe. Okay. Und man kann sterben, nachdem man das Ziel erreicht hat. Also diese Orb hier. Man kann über die sonst tödlichen Sprites drüber laufen, aber in Abgründe kann man trotzdem fallen. Und gestorben. Jetzt ist auch die Musik weg. Sehr schade. Was war das jetzt? Okay. Ab in die nächste Welt. Ab in die nächste Welt. Regraps. Okay. Normale Sprünge, wenn man dann die Sprungtaste gedrückt hält, also B, dann kann man von den Gegnern abspringen. Bei denen weiß ich, da funktioniert das mit dem normalen Sprung nicht. Steht da ja auch. So, aber der Spinjump, nicht, wenn man unten diese Mancha berührt. Moment, ich muss erst warten, bis er wieder unten ist. Und bei den Charging Chuck kann man beide Sprungarten verwenden. Okay. Und man kann eine ziemlich große Sprunghöhe erreichen, wenn man von den Gegnern wegbounced. Rexes are the only enemy that give you a high bounce when you kill them with a spin jump. Man sollte auch treffen. Okay, das war der normale Sprung. Und Spin Jump. Aber ist das nicht das gleiche in Grün? Hm. Das ist die einzige Gegnerart. Oh, der ist schon weg. Verdammt. So. Die einzige Gegnerart, von denen man zweimal abspringen kann. Muss aber irgendwie noch an den Rand kommen. Ja, so nicht. So klappt's, okay. Wenn man niedrige Decken hat und in dem Fall auch noch
mit den Manschern oben, dann kann man nicht normal springen, weil dann springt man ja rein. Okay, man sollte vielleicht auch nicht rennen, denn dann springt man ja höher. Also, normaler Sprung würde ich reinspringen. Spin Jump ist niedriger. Man darf aber auch nicht zu lange drücken, denn je länger man auf der Sprungtaste bleibt, desto höher springt man. Aber das klappt doch auch mit dem normalen Sprung. Was verstehe ich denn da nicht? Ja gut, aber der Spin Jump ist ja grundsätzlich sehr viel niedriger, auch wenn man die Taste nur ganz kurz antippt. Und ich sehe gerade, ich habe es komplett falsch gemacht. Also ein Regrab macht man, indem man mit einer von beiden Sprungarten anfängt und vom Button runter geht und sofort wieder auf Springen drückt. Nichtsdestotrotz, Spin Jumps haben eine niedrigere Höhe. Oh wei. Wie stelle ich das denn jetzt an? Ja, so offensichtlich nicht. Moment. Soll ich denn hier rennen? Ich komme doch über den Abgrund gar nicht drüber, oder? Wenn ich nicht das so mache, könnte das klappen. Wenn ich nicht so hoch springe. Oh wei. Ja, genau das will er einem ja beibringen, aber. Oh. Ja, mit dem normalen Tempo schaffe ich ja maximal zwei, drei Blöcke. So springe ich grundsätzlich zu hoch. Nee. Tue ich nicht. Ah. Ah, wenn ich dann. Ich muss springen, ganz kurz antippen, den Spin Jump. Und erst wenn ich falle. Wieder springen, gedrückt halten, glaube ich. Weil sonst komme ich zu hoch. Oh weia. Und ich darf Rennen auch nicht loslassen. Wie zum Teufel soll ich drei Tasten mit einem Daumen bedienen? Oder vier sogar. Wow. Wenn ich das richtig gesehen habe, kommt danach noch genauso einer, ne? Moment, wenn ich das nur
Wenn ich nicht umgreife, reicht das denn, wenn ich die gleiche Sprungtaste nochmal drücke dann? Ach, das reicht mit der normalen auch. Ja, da muss ich ja gar nicht umgreifen. Aber das heißt doch Regrab. Okay, aber hat irgendwie funktioniert. Man kann auch einen Regrab machen, nachdem man von einem Gegner weggesprungen ist. Oh. Okay. Und da jetzt niedrigen. Puh. Das erfordert aber echt gutes Timing. Okay. Oh, und auch wieder niedrigen. Da. Ich drück doch so kurz. Alter. Okay. Wahnsinn. Was? Oh Mann. Das ist schwierig. Ach so, jetzt mit B. Moment. Oh, zu wenig. Okay. Ich glaube, da braucht man schon ein gutes Stück Übung für, wenn man das konsistent und nachvollziehbar schaffen möchte und nicht so blöde zurückspult 25 Mal. Sprunghöhen der Low Bounce. In manchen Situationen braucht man die maximale Höhe von einem Low Bounce, um dem Tode zu entgehen. Um das zu tun, muss man B loslassen, kurze Zeit bevor man vom Gegner abspringt. Nach dem Bounce muss man B gedrückt halten. Wenn man B zu früh drückt, kriegt man einen High Bounce. Wenn man B zu spät drückt, kriegt man nicht genug Sprunghöhe. Dafür muss man erst mal bis zum Gegner kommen, ne? Ah!
Jetzt muss ich den ersten auch nochmal machen. Okay. Nee, andere Taste. Ja, im Prinzip genauso wie das wie der Tutorial-Einleitungstext das gesagt hat. Während des Fallens die Sprungtaste gedrückt halten, damit man langsamer fällt und somit eine weitere Distanz überbrückt. Nachdem man vom Gegner abgesprungen ist, sofort wieder B drücken, sobald man die Maximalhöhe, die man haben wollte, erreicht hatte, um dann langsamer zu fallen und den Abgrund danach zu überwinden. So in der Art. Und auch da muss das Timing wieder echt sitzen. Da muss man schon derbe für üben. Oh, jetzt zwei hintereinander. Oh, weia, oh, weia, oh, weia, oh, weia. Boah, first try. Oh, und nicht gedrückt halten. Natürlich nicht. Nicht gedrückt halten. Ah. Oh Mann, 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 oh Mann. Oh, ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Boah, das ist aber auch schwierig. Also wirklich. Respekt vor den Leuten, die in Speedruns die Dinger da in einer Stunde 15.000 Mal hintereinander perfekt timen. Der Wahnsinn. Wahnsinn! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. In some situations you need min-height from a high bounce of an enemy to avoid death. To do this, release B right after bouncing off an enemy. If necessary, do a regrab after the high bounce. Ja, jetzt sollte man noch wissen, was man vorher getan hat, weiß ich nicht so ganz genau. Anmerkung, Spoiler. Hier das gleiche, wenn man B zu früh drückt, kriegt man einen High Bounce, B zu spät, nicht genug Höhe. Nee, Moment, das habe ich doch gerade schon gemacht. Also, zurück auf die Karte. Hä? Habe ich das Level nicht geschafft? Wieso? So, jetzt geht's um den High Bounce. Das sieht ja jetzt am Anfang genauso aus. Kurze Verwirrung. Vielleicht sollte ich da nicht so derbe rennen. Und mir mehr Zeit geben. So. Zum Zurückspulen. Oh nein. Hilfe. Oh wow. So niedrig. 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 Ja, aber falscher Sprung. Ah.
der besser funktioniert. Oh, puh, zwei hintereinander von denen. Ich weiß immer noch nicht genau, wann ich das drücken muss. Ich drücke das immer kurz bevor ich auf den aufkomme. Jetzt sehen wir eine gesprungene Platte, weil ich einfach nicht vorankomme. Oh, bitte, 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 bitte. Ah. Oh, warte, das Publikum. Ja, Publikum. Ja, ich weiß, ich weiß. Moin Mario. Oh Gott. Jetzt sind die ja einigermaßen im perfekten Abstand aufeinander. Jetzt mal noch unterschiedliche Höhen und unterschiedliche Weiten dazwischen. Da muss man mal ganz schön Fingerakrobatik betreiben. Ach, endlich. Das war nicht das richtige Lachen. Und das auch nicht. Also lass ich's. Na komm, einen noch. Jetzt das gleiche mit dem Spin Jump. Der war bis jetzt immer ein bisschen einfacher. Ein bisschen. Aber nicht sehr. Oh, alter Falter. Also, ich würde ja sagen, ich mache nicht viel anders. Aber das sieht das Spiel eindeutig nicht so. Darf da auch nicht so weit, nicht so weit nach rechts. Nein. Geht das auch ohne Rennen eigentlich? Ich schätze nicht. Sorry, Leute. Hab ja gesagt, ich bin nicht so der Pro. Aber dafür ist dieser Rumhack ja auch da. Kaizo Kindergarten Version 1.09 übrigens von Panga. Kaizo Kindergarten. Habe ja sogar drei Zuschauer. Hallo, drei Zuschauer. Sag mir mal einer, wie das funktioniert, bitte. Ich krieg das nicht auf die Reihe. Ah! Nein! Oh Mann, ey. Why? Oh, das war so knapp. Springe ich auch immer über den zweiten. So, jetzt nochmal.
Nein. 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 Hilfe. Oh, ich weiß ja nicht. Ist hier schon das Ende erreicht? Schaffe ich es nicht weiter? Ich glaube, ich mache da auch irgendwas grundsätzlich verkehrt. Leider. Muss doch nur den zweiten noch schaffen. Der erste klappt doch halbwegs zuverlässig. Okay, drittelwegs zuverlässig. Boah. Oh Mann. Ich krieg das nicht hin. Verdammte Hacke. Nein. Mario, stell dich nicht so an. Nee, ich glaube, das bekomme ich nicht weiter hin. Beim nächsten Mal hoffe ich dann mal ein bisschen mehr Übung in den Sprüngen zu haben. Ich muss das mal hier speichern. Worauf hatte ich mir das gelegt? Ich hoffe auf diese Taste. Ja, okay. Ich übe die Stelle mal noch ein klein wenig und beim nächsten Mal geht's dann da weiter. Auf Wiedersehen, viel Spaß, schönen Sonntag noch, schön viel Sonne. Tschüss.